Liebe Freunde, willkommen zurück zu Need for Speed 2015. Wir sind immer noch mit dem RX-7 unterwegs und ja, das sieht natürlich auch sehr geil aus mit den Klappscheinwerfern. Kannst ja hier dein Auto einfach tatsächlich ja, abstellen bzw. Motor ausschalten und den auch wieder entsprechend starten. So, die Musik geht da so in dem Moment kurz weg. Ganz cool gemacht eigentlich. Vor allen Dingen, ich weiß noch, Need for Speed Heat, da habe ich danach so gesucht, so, hä, wie kann man sein Auto abschalten? Und da ist das tatsächlich eine Tastenkombination. L, B und X müsste das sein. Hier drückst du einfach nur den linken Stick und gut ist, aber naja, ganz komisch. Auf jeden Fall, ja, ich wollte hier mal direkt den nächsten Driftversuch machen und ja, sind hier gerade noch mit dem passenden Auto unterwegs. Laut. So, Driftversuch, das heißt für mich einfach nur, dass ich hier ja, die Punktzahl erreichen muss. Ich habe es ja schon im letzten oder vorletzten Teil erwähnt gehabt, dass es, dass du zwar im Endeffekt eigentlich nur normale Fahr-Events hast und Drift-Events, aber da hast du bei den Drift-Events halt verschiedene Arten, also zum Beispiel jetzt hier ein Driftversuch, Punktzahl erreichen, Gymkhana, wo du dann halt auch ein Zeitlimit hast, also du musst halt innerhalb der Zeit dann halt auch da rechtzeitig ankommen. Das ist meistens relativ leicht, spätestens bei den Prestige-Events, die du später noch freischaltest, wird das schon ziemlich schwierig, aber macht Bock auf jeden Fall, das ist schon cool. Möchte ich übrigens auch machen, aber die Prestige-Events, die mache ich safe im Stream auf Twitch und werde die dann da auf jeden Fall fahren. Also ich werde hier Let's Play-mäßig das halt so weit spielen, bis wir die Karriere durchhaben mit der finalen Szene und würde dann da auch das Let's Play damit beenden, weil ich denke mal, danach müssen wir nicht mehr viel zeigen. Den Rest würde ich halt wie gesagt dann im Stream machen. Vielleicht werde ich das dann auch nochmal als Highlight dann hochladen, die jeweiligen Streams. Aber genau, das wäre so der Plan. Und neben Need for Speed 2015 hätte ich auch tatsächlich Bock, beziehungsweise würde dann sehr wahrscheinlich dann auch mal Burnout Revenge Let's Playen wollen. Problem ist so ein bisschen an dem Game, dass du halt, naja, kein Storyanteil hast. Da muss ich mir wohl ein bisschen Gesprächsthemen rausfischen. Weil, ja, Zwischensequenzen und so hast du da eigentlich eher weniger. Also, das ist halt einfach keine Story. Was aber im Burnout finde ich auch total unpassend ist. Das ist halt ein totaler, reinrassiger Arcade Racer und das hier ist halt mehr. Ja, Need for Speed ist halt mehr so mit Story behaftet. Ich tauche erstmal ab. Vielleicht fahre ich rüber zur Garage oder so. Zu viele Cops sind hinter mir her. Ich rufe dich später an. Hat man auch bei dem letzten Gespräch gar nicht bemerkt. Apropos Gespräch, die Robin, die wollte irgendwie anrufen. Ich weiß nicht, wie ich das noch schneiden werde, weil ich tatsächlich immer noch am gleichen Aufnahmetag bin, aber die wollte auf einmal irgendwas von mir. Da. Nachricht wiederholen. Okay. Steigere deinen Wagen auf mindestens 350 PS. Genau, das war das, ne? Ich glaube, der muss mindestens 350 PS haben, damit du das, glaube ich, fährst, ne? Irgend sowas war das auf jeden Fall. So. Ja, dann würde ich mal sagen, dann machen wir das mal hier, was Robin uns hier vorgeschlagen hat. Driften wie ein Panther, das bezieht sich auf den YouTuber Black Panther, den ich auch hier und da mal gucke. Wobei relativ selten. Gab auch so eine Phase, wo ich den LPN häufig geguckt habe. Grüße gehen raus. ich sag mal, viele Abonnenten habe ich tatsächlich auch durch diese Best-ofs, die ich damals geschnitten habe. Wo ich noch Zeit für sowas hatte. Aber habe ich auch momentan eher weniger. Gucke ich momentan tatsächlich weniger. Hab jetzt auch bin halt auch sehr viel auf Twitch unterwegs. Nicht nur was Streamen angeht, sondern auch Streams gucken. Und habe da auch noch andere Streamer gefunden und ja, fühle mich da momentan auch ziemlich wohl. Also, ja, wer von mir noch einiges sehen will, sagt so, finde den Content auf jeden Fall auf YouTube cool. Würde auch gerne noch anderen Kram sehen, den du noch vielleicht so machst auf Twitch. Kann man auf jeden Fall auch vorbeischauen. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und ja. Da gibt es dann auch diversen Content. Kommt natürlich immer aufs Spiel an, sind auch verschiedene Games. Ist auch nicht immer ein Rennspiel. Aber ja, worauf man halt gerade Lust hat, ne? So, Punkte hingekriegt, easy game. Was aber echt Need for Speed bisher fast immer hinbekommen hat, also wirklich
ich würde sogar echt sagen, immer, ist tatsächlich immer der Motorsound. Ne? Also den Wankelmotor hörst du gut raus, du hast den Sechszylinder vom E46 sehr gut rausgehört eben. Also es ist halt, klangtechnisch ist das Game halt echt ein Feuerwerk, ey. So, und wir hatten ja mal das Thema auch schlechtes Handling. Also ich komme jetzt hier eigentlich auch ganz gut klar. Wenn du dich so ein bisschen auf die Fahrphysik einlässt und jetzt nicht auf Teufel komm raus versuchst jetzt hier das Beste rauszuholen, dann geht das eigentlich relativ fit. Ich muss aber auch zugeben, die 60 FPS helfen auch ungemein, weil das war auf der PS4 damals, wo ich das gespielt habe, kam ich damit klar. Das war jetzt nicht das Thema. Aber die Prestige-Events spätestens, die habe ich nur alle auf Gold geschafft, dadurch, dass ich 60 FPS hatte. Also wer das damals auf der PS4 auf 30 FPS alle Prestige-Events auf Gold geschafft hat, Hut ab, Alter, das ist sauschwer. Das ist wirklich sehr schwer. Das ist Krampf. Das ist echt heftig. Die Drift-Events sind ziemlich leicht, aber so der Rest so... Bro, Menno hier. Ein paar Leute wollen sich heute blicken lassen. Ich fahr nachher hin. Sieh's dir an, Mann. Wir sprechen später. Okay. Na? Okay, das hat mir gefallen. Ich leg noch einen drauf mit einem Zeitfahren. Freue mich über Gesellschaft. Sehen wir uns später? Okay, bye. Die freut sich über Gesellschaft. Bekomme ich wieder irgendwelche weiblichen Hinweise nicht mit, oder was? Lol, das ist ja direkt hier. Ja, komm her, komm. Fahren wir da doch direkt. Das ist natürlich cool gemacht, wenn das Renn-Event dann direkt hier... wenn du das direkt starten kannst. Ich meine, eigentlich würde ich das auch gerne mal wieder mit dem Honda Civic fahren, aber... Gut, du weißt, was ja. Du tun ist. Ich muss leider sagen, ich mag irgendwie diese Atmosphäre von dem Game. Das kommt halt noch zusätzlich dazu, dass du... Ja, diese Straßen dann so durch die Nacht fahrend und so. Das ist schon geil. Das habe ich in Underground 2 auch gefeiert, deswegen. Also was das angeht, könnte man sagen, ja, das wäre Underground 3, aber... Wie gesagt, mir fehlen die Magazine, mir fehlt die altbekannte Fahrphysik. Also, da fehlt einfach zu viel. Ja, Cops! Oh, das erste Mal mit Cops tatsächlich. Weil du aus der Sichtweite der Cops beginnt die Abkühlphase. Ja, Cooldown kann man auch übersetzen, aber ja, schwierig. Tauch runter bis der Timer nur, die Cops suchen umso länger nach dir, jünger deine Erfahrungsstufe ist. Na, am Anfang können die Cops halt gar nichts, ne? Das ist halt wirklich lächerlich. Am Anfang denkst du, dachte ich jetzt fast auch schon wieder so, oh, du musst ein bisschen auf die Cops aufpassen. Aber es ist halt überhaupt kein Vergleich zu Need for Speed Heat, wo du einfach echt mit denen teilweise kämpfen musst. Machst du halt nichts, ne? So. Bam. Ja. Komm, Robin, ruf mich an. Was? Ah, da. Siehst du? Das geht voll ab. Ich kann nicht aufhören. Ein paar Blocks weiter ist schon das nächste Treffen. Wir sehen uns da. Okay. So, was machen wir denn als nächstes? Ich hätte fast wieder Bock, da was zu machen. Steige deinen Wagen auf mindestens 350 PS. Ja, das müsste man auch noch machen. Wir haben auch mittlerweile wieder ein bisschen Geld eingesammelt und ich habe gerade bemerkt, es gibt einen schnelleren Weg zur Garage. Eigentlich ist das gerade voll der Umweg, mehr oder weniger. Weil du eigentlich hier über das Select-Menü, was für mich eigentlich normal Startmenü ist, eigentlich auch zur Garage kommst. Aber egal. Okay, dann gucken wir mal, dass wir da mal einen Wagen mal hochgetunt kriegen. Ich gebe auch zu, ich würde nochmal gerne den Civic ein bisschen fahren. Würde den noch ein bisschen auf Grip einstellen, dass wir mit dem nicht immer um die Gegend driften. Dass wir vielleicht einen Grip und einmal ein Driftauto haben. So, wie viel PS hat der denn? Ey, der hat doch schon über... Ja, easy. Mal gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Mal da noch ein bisschen was dran. So, Nitro-System brauchen wir. Das baue ich die ganze Zeit nicht ein, ich Depp. So, dann nehmen wir Zeit-Nitro, weil Aktions-Nitro macht bei einem nicht driftenden Auto wenig Sinn. So, dann gehen wir mal raus und dann müssten wir auch die Amy-Sachen jetzt wieder fahren können. Und der LX7 sollte dann auch mal dem nächsten Nitro-Upgrade kriegen. Also läuft es bisher ganz gut.
Also das Durchspielen macht mir echt Spaß. Also mehr als gedacht. Also ich merke es halt daran, dass ich jetzt den dritten Teil hintereinander aufnehme. Danach mache ich dann auch wirklich erstmal einen Break, weil dann habe ich für diese Woche sozusagen, wobei nicht für die komplette Woche, ich nehme ja für den Sonntag, das habt ihr ja schon gesehen, für den Dienstag, das habt ihr auch schon gesehen, und für den Freitag, das nehme ich heute wieder auf, aber dann muss ich nochmal für den Sonntag aufnehmen. Das mache ich das Wochenende nach. So, hier sieht man auch ein paar Leute durch die Gegend fahren. Du siehst halt an der Minimap, wenn das so ausgefüllte Symbole sind, dass... Alter, was geht hier gerade ab? Also man sieht, das sind echte Spieler. Alter, was wollt ihr alle von mir? Was geht hier ab? Der Blogger. Ah, nimm mich ran. Das ist schon cool, ne? Das ist halt das Geile, dass die Leute einfach da so durch die Gegend fahren können. Was dem Spiel, glaube ich, echt immens geholfen hätte, weswegen das sogar ganz cool gewesen wäre, die anderen Leute da rumfahren zu sehen. Sobald du ein Event startest, dass du automatisch geghostet bist, sowas wie in Forza. In Forza Horizon gab es das ja auch. Dass du durch die Gegend fahren konntest und die anderen gesehen hast, aber die konnten dich nicht rammen und dich nicht nerven. So wie das hier der Fall ist. Also das haben die halt wirklich nicht so schön gelöst. Ja, Freunde, ich würde gerne noch ein bisschen weiter mit euch chillen, aber ja, ich muss hier ein bisschen weiter mein Let's Play machen. Hätte gerne ein bisschen Fortschritt. Ich fand es schon irgendwo cool. Die Idee war auch ganz nett, aber die Umsetzung ist halt immer so eine Sache. Mann, hör dir den Sound an. Mal sehen, wie er fährt. So. Wieder ein bisschen Honda Civic Action. Der Wagen sollte jetzt eigentlich gar nicht mehr driften. Ich will mal überlegen, ob ich vielleicht doch mal die Controllerbelegung, wenn es geht, irgendwie ein bisschen umstelle. Weil ich hätte schon Bock, vielleicht doch mal selber zu schalten. Ich will mal überlegen. Ich bin auch einer, der Real Life halt gerne schaltet. Also ich fahre lieber Schaltwagen. So, ja, das ist jetzt sozusagen ein Rundkursrennen, beziehungsweise eher ein Zeitfahren, weil... Und ja, das ist eines dieser Events, wo du halt möglichst die schnellste Runde fahren musst. Ich finde, der Wagen fühlt sich gar nicht so an, dass er über 350 PS hatte. So, war noch schneller. Ich denke mal, die NPCs werden auch nochmal nachlegen. Schießt da ein bisschen raus. Also kannst das Spiel halt so einstellen, dass du das Auto normal um die Kurven bewegst. Gibt nur ein Problem, du bist halt langsamer, ne? Das ist halt so das Problem an der Geschichte. Ja, mir fällt gerade ein, ich habe ja noch Nitro. Bin da schon gewohnt, ohne Nitro zu arbeiten, ne? Dann nehmen wir mal voll in die Eisen. Ja, eine Runde können wir noch probieren. Ich glaube, die wird langsamer. Nee, das war langsamer. Okay, wir können jetzt stehen bleiben. Mehr schaffen wir nicht. Das ist auch das Fiese, die werden auch von Runde zu Runde dann auch noch mal ein bisschen schneller. Ja, schaffen die noch mal bessere Zeiten? Nee. Das war dann doch ganz gut gelöst.
Yeah. So. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich will nicht übertreiben. Sonst hebst du noch ab. Ich muss los. Wir sprechen uns. Sonst hebst du noch ab. Okay, so. Dann wollen wir mal hier das nächste fahren. Den Spike haben wir schon lange nichts mehr gemacht. Dann fahren wir das mal als nächstes. Also ich, wie gesagt, ich würde schon gucken, dass wir so die Schraubermission so mit als erstes fertig kriegen. Aber den Rest würde ich so sehr verteilt einfach machen, dass wir das dann fertig kriegen. Und ja. Was mir auch sehr gefallen hat im Game ist, dass du auch noch so zwei Final-Events hattest. Das hat mir so in den späteren Need for Speeds ein bisschen gefehlt. Also das Finale haben sie auf jeden Fall schon ganz cool gemacht. Also ich finde, im Spiel kann ich hier und da schon was abgewinnen, so ist es nicht. Hat so eine ähnliche Wirkung wie Undercover auf mich, weil Undercover habe ich damals auch total kacke gefunden. Lag einfach daran, weil das auf der Xbox 360, nicht auf dem PC, sondern auf der 360 geruckelt hat. Und überhaupt nicht gut lief. Erst nach einem Patch, der dann irgendwie Anfang Januar oder so rauskam, lief das Spiel dann soweit gut. Und ja, das Game habe ich dann auch irgendwie später dann nochmal gespielt und da hat es mir dann auch mehr Spaß gemacht. Weil, ja, bei 2015 merkte ich auch irgendwie am Anfang so, ja, das Game ist so, keine Ahnung, schwierig. Hat mir nie so wirklich richtig Bock gemacht, aber jetzt irgendwie habe ich auf einmal Bock, das durchzuzocken, ja. Ganz komisch momentan. Sogar teilweise überlegen, noch eine Folge aufzunehmen, aber ich glaube, nee, muss ja noch die Videos fertig machen und so. Denke mal, mache ich lieber erstmal Pause, vor allen Dingen, ich muss ja dann auch irgendwann mal eventuell Kommentare abwarten. Das ist vielleicht ganz gut, dass ich dann schon mal für einen Teil der Woche schon mal dann vorproduziert habe, weil unter der Woche habe ich einfach, wenn ich von der Arbeit komme, einfach keine Lust, noch irgendwie Videos aufzunehmen. Da komme ich dann vielleicht noch dazu zu streamen, aber das war's dann auch. Wobei Video aufnehmen vom Ding her eigentlich fast weniger Zeit kostet. Also Video aufnehmen selbst dauert halt, naja, bis zu einer halben Stunde, aber dann kommt ja noch das Thumbnail-Stellen dazu und das Videoprogramm zu parken, zu rendern. Hochladen geht zum Glück mittlerweile mit der flotten Leitung dann schnell. Dauert so um die 15 Minuten. Nur die Videoverarbeitung selber, die dauert halt immer lange, aber das kannst du ja im Hintergrund laufen lassen. Von daher geht dann eigentlich auch soweit fit. Ich finde es ganz gut, dass wir mit dem Wagen jetzt mal eher so normal durch die Kurven fahren. Du bist damit zwar langsamer, das ist leider richtig, auch im Heat bist du leider durchs Driften immer noch schneller. Aber ich finde, es ist immer angenehm zu sehen, dass man einfach mal auch um die Kurven fährt und nicht die ganze Zeit am Driften ist wie ein Blöder. Und fürs Driften haben wir halt den X7. So, was hat Spike zu sagen? Okay, annehmen. Hä? Okay. Ich habe eigentlich Spike erwartet, aber cool. Nee, nein, da war doch gerade der Anruf da. Wahnsinn, Mann! Wow! Dieses Können! Magnus Walker, nimm dich in Acht! Woo! Ich fahre jetzt drüber zum Longhorn. Bis gleich. Okay. Kriegen wir deine Cutscene? Hätte ich Bock drauf. Ja, komm. Nein? So. Cutscene habe ich Bock drauf. Das ist halt das Coole. Das ist halt schon irgendwo unterhalten an der Stelle wieder. Ich hab's ja schon gesagt, das ist ja seit langem mal wieder Need for Speed damals gewesen, was halt eine Story hatte und mit Zwischensequenzen. Das habe ich halt damals dann doch irgendwie ganz. Das war dann wirklich eine schöne Abwechslung zu so einem Need for Speed Rivals oder Most Wanted 2012, was kein Most Wanted war. Wahnsinn! Yo, hey Mann! Alles gut? Ich erzähl dir jetzt was über Magnus Walker, okay? Dieser Typ verliebt sich in seinen ersten Porsche, als er ungefähr 10 ist, weißt du?
Und jetzt hat er diese Sammlung von Wahnsinns-Porsches mit ganz neuem Style. Ihm gehört sogar diese gottverdammte Brücke, ja. Stell dir das vor, Bro. Spike Bridge. Verdammt, wie geil das klingt. Dieser Magnus kennt Ventura Bay wie kein anderer. Er hat hier das Sagen, denn er kennt sich hier so gut aus. Sein zweites Ich sozusagen, Mann, ganz mühelos. Das ist alles, was zu tun ist, Bro. Ganz einfach, Mann, alles zu wissen über den Ort, die Fahrer, das Spiel. Verstehst du? Wow, du kriegst den vollen Service heute Nacht. Was immer du tust, frag nicht nach Magnus Walker. Zu spät. Und ich fange gerade erst an. Wir wollen zu Magnus. Wir zeigen ihm, dass wir es wert sind. Wir pulverisieren sein legendäres Ergebnis. Dann muss er zu uns kommen. Alter, die Handys. Jetzt geht's ab. Wer kommt mit? Kümmer dich um ihn. Lass gut sein, Robin. Alles klar. Ah ja. So. Jetzt kriege ich wahrscheinlich nochmal einen Anruf. Ja, wie sieht's aus? Ruf mich an. ich muss mir gerade überlegen, ob wir noch nebenher was anderes machen sollen. Oh, auch nochmal ein Zeitfahren. Warum nicht? Irgendwas wollte ich jetzt gerade gesagt haben. Wenn ich so die Zwischensequenzen so sehe, kriege ich leider schon irgendwie Bock, mal wieder so, keine Ahnung, mal irgendwie ein Trinken zu gehen oder so. Problem ist, ja, wir haben da so ein Virus immer noch an der Backe. Das ist ein bisschen scheiße. Alles ein bisschen belastend gerade. Mir tut das schon so ein bisschen weh tatsächlich. Ich bin zwar jetzt nicht einer, der jetzt sehr häufig vor die Tür geht, aber... Also hier und da könnte man vielleicht doch mal wieder irgendwie... Boah, ey, sobald diese ganze Pandemie-Kacke vorbei ist, ey, dann da wird's... Boah, ey, ich will nicht wissen, was zum Beispiel in der Düsseldorfer Altstadt dann los ist, ey. Ich warte dann lieber noch 2 Monate, bis es sich wieder einigermaßen normalisiert hat. Ah ja, scheiße, ich muss ja um die Kurven fahren. Ich dachte gerade so, okay, trifft das mal um die Kurven. Nope. km/h muss ich schaffen. Ja, in den Kurven wird das ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Sieht schwer dann aus, dass da wieder ein Mitspieler fährt. Ah! Hey, yo. Ich hab nachgedacht, okay? Magnus ist kein Superman, stimmt's? Wir müssen also nur das tun, was er getan hat. Rennen gewinnen, die Straßen kennenlernen. Nur dann sind wir wie er, oder? Ich halte dich auf dem Laufenden. Okay. So, ich muss irgendwo jetzt mal ganz viel Speed rausholen. Na, hier natürlich nicht. Spätestens ab dem Zeitpunkt, da kriegst du dann die Top-Speed, die du brauchst. Na! Ah. Ah, easy. Okay. Wart immer so darauf, dass die sofort... Alter, was ist das denn?
Was zum Henker? Der hat ja direkt zwei Missionen. Was ist denn los mit dem? Ja, komm, machen wir direkt weiter. Währenddessen, wir kriegen ja sowieso Anrufe, währenddessen wir Rennen fahren. Was auch ein bisschen bescheuert ist, aber gut. So. Ja, Amy ruft gerade an. Jo, machen wir gleich. Ich muss aber erstmal hier Spike glücklich machen. Was? Ah, seht, wer da ist. Macht Platz für den König. Ich glaube, ich sollte mein Auto mal reparieren. Das steht rechts oben auch so ein bisschen verwirrend da. Gewinne die Events mit Spike, so im Sinne von so, ja, es ist egal, ob du oder Spike gewinnt. Nein, die Events, die du mit Spike fährst, die sollst du selber gewinnen. Das sagt das Ganze aus. Lass mich durch, bin Arzt. Bin durch, lass mich Arzt, was? Ja, ich gucke auf jeden Fall mal, dass ich nächste Folge wieder ein bisschen mehr den RX-7 fahre. Das heißt mal wieder ein paar mehr Drift-Events. Der Honda Civic ist ja am Ende des Tages auch irgendwo unser Startauto. Und sind mit dem Ding jetzt schon ein bisschen viel gefahren. Gibt leider im Spiel so ein paar Autos, die sich wirklich nicht gut fahren lassen. Also daran merkst du halt, dass die Fahrphysik halt nicht so richtig gut ist. Also die wirkt halt auf verschiedene Autos halt unterschiedlich schlecht oder gut. Und zum Beispiel auf dem Porsche 911, auf den RSR, den ganz alten, da kannst du halt mit am besten fahren. Also der ist einmal wirklich sehr, sehr schnell und mit dem kommst du noch halbwegs zurecht. Dann gibt es auch wieder so andere Autos, wie zum Beispiel der Dodge Challenger, mit dem du irgendwie gar nicht zurechtkommst und der eigentlich, der ziemlich langsam ist. Und das ist dann auch ein bisschen schwierig. Denk mal, nach dem Event würde ich... Ja, wobei, das dauert noch eine Weile, ne? Hier wäre natürlich jetzt so durch die Berge wäre natürlich ein RX-7 geiler zum Driften, ne? Aber nein, das Auto, das fahren wir jetzt. Macht aber schon Bock, hier lang zu fahren. Vor allem, es macht auch Spaß zu gewinnen. Die sind auch weit weg. Ja doch, da kommen sie gerade. Weil eigentlich bin ich nicht schnell dadurch, dass ich durch die Kurven fahre und nicht drifte. Kann ich den denn zwingen, den Wagen? So, die Handbremse ist bei mir auf B. Das ist immer gewohnt, dass die auf X ist. Ja, könnt ihn zwingen, aber macht wenig Sinn, ne? Ah! Scheiß Taxi. War aber genau im Weg gerade. Wer hätte ich jetzt verloren, hat mich ein bisschen aufgeregt, ey. Ja, ein Event will ich auf jeden Fall noch fahren, ey. Das war zwar ein bisschen lang, aber vielleicht noch mal eins mit Amy. Sogar hier direkt in der Nähe. Ah, lol. Kann man da durch? Uff. Lol, ich bin ja, glaube ich, noch nie durchgefahren. Zeitfahren. Rein. So, dann kann mich gleich Spike auch direkt anrufen. Das war verflucht viel am Regnen hier. Ja, ich hoffe. Das ist auch so eine Kacke an dem...
an der Automatik, dass die manchmal einfach nicht richtig schaltet. Also ich glaube, ich sollte echt lieber manuell schalten. Ich bin ganz zu voll dafür. Ganz komisch, ey. In älteren Need for Speed-Teilen habe ich immer geschaltet, aber hier will ich irgendwie nicht. Hier macht man das nicht so viel Spaß. Wahrscheinlich, weil das doch ursprünglich nicht ging. Ah! Hey, Bro, was geht ab? Suchst du den Typen? Puh. Mit denen? Sollte sehr bald losgehen. Alles klar, wir sehen uns mal. LOL! Ich war in Amy drin, ich mein, was? Ja, da ruft Manu einfach ran und ich fahre voll auf dem LKW zu und ja, ich würde mal sagen, easy rip, ne? Tod durch, Tod beim illegalen Straßenrennen. Passiert halt mal, ne? Belastend. Gut, dann machen wir auf jeden Fall hier das als Abschlussevent und dann nächste Folge machen wir auf jeden Fall wie gehabt weiter. Und ich muss mal gleich mal nachgucken, wie viel Prozent wir eigentlich schon haben. Darf ich bloß gleich nicht vergessen. Mit 200 Sachen durch die Bergstraßen knallen, das ist jetzt auch nicht ohne. Ah, ich bin mal gewohnt, dass auf X die Handbremse ist durch die Burnout Games, ey. Ich weiß nicht, ob das auch in Need for Speed Heat so eingestellt ist. Kann gut sein, dass das deswegen noch so bei mir so gedanklich so sein sollte. Weil normalerweise habe ich B eigentlich auch als Handbremse, aber in einigen Spielen wie Burnout zum Beispiel, da ist das auf X und auch bei den halt neueren Need for Speed Teilen. Aber ich glaube, ich habe mir das selber vielleicht so eingestellt, aber bin mir nicht sicher. Amy verfolgt mich. Gehen Sie weg. Boah. Das ist so bescheuert an der Fahrphysik, dass du, wenn der Drift aufhört von dem Auto, fährst du gefühlt irgendwie 3-4 Sekunden einfach nur geradeaus und du kannst nichts dagegen machen. In dem Moment ist irgendwie die Lenkung ausgeschaltet, also es ist halt nicht geil gelöst, ehrlich gesagt. So, wir kriegen auch wieder genug Geld. Reputation kriegen wir auch, Level 15 sind wir mittlerweile. Das läuft gerade. So, kriegen wir jetzt noch einen Anruf. Ich möchte nämlich mal eine andere Sache hier gerade prüfen, wie viel Prozent haben wir. Okay. Boah, bei Speed sind wir sogar am weitesten, krass. Schraube 21. Ja gut, Outlaw haben wir bisher gar nichts. Also so gut wie gar nichts. Crew habe ich ein bisschen, da müsste ich auch mal ein bisschen nachlegen. Aber Speed kommen wir gut voran. Ja, das ist schon krass. Okay, Schrauber will ich auf jeden Fall dann auch noch ein bisschen weitermachen, wie gesagt. Dass wir da noch ein bisschen was freischalten können. Ich glaube, es dauert auch so lange mit den Anrufen, weil erstmal diese komischen Meldungen, dass ich was freigeschaltet habe, kommen. Oder die Meldung kommt doch irgendwie nicht. Kein Anruf. Amy hat keinen Bock. Gut, ich springe schon mal zur Garage. Und ja, würde sagen, den nächsten Kram machen wir dann in der nächsten Folge. Weh, die Olle ruft jetzt an. Ich sage euch, die ruft jetzt an. Oder? Hast Bock? Ja, nein, vielleicht. Willst du mit mir gehen, fahren? Nee, irgendwie will die wohl gerade nichts machen. Wenn der Anruf nochmal kommt, würde ich den ansonsten nächstes Mal wiederholen. Man kann sich ja absichern, indem man das Menü geht, weil hier können die ja nicht anrufen. Haha, easy. Naja gut. Leute, das soll es erstmal wieder mit diesem Teil gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es wie immer Spaß gemacht und ja, kommen soweit, würde ich fast sagen, gut voran. Wir schreiten ja ganz gut durch die Karriere durch, sind hier die Events am Machen. Ich weiß jetzt gar nicht, was das jetzt insgesamt war, was wir an Prozenten haben.
Das war jetzt insgesamt 22%, so ein Viertel haben wir geschafft. Es müsste jetzt, glaube ich, der fünfte Let's Play-Teil sein. Der vierte. Ich habe einen aufgenommen und heute ist jetzt der dritte, glaube ich. Ja, nee, das ist der vierte. Kommt davon, wenn man schon so viel gemacht hat. 2 Stunden, 5 Minuten, ja, das kommt ungefähr hin. Nee, Leute, 22% Fortschritt, würde sagen, damit kann man auf jeden Fall weiterarbeiten. Und ja, freue mich auf die nächsten Events, Endefest 2015. Eigentlich noch cooles Game, macht mir Spaß. Und ja, ich hoffe, euch macht euch das Let's Play soweit Spaß. Und ja, den Rest machen wir natürlich dann in der nächsten Folge hier vom Let's Play. Und ich würde sagen, macht es gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal.